Wir wären dann soweit und bitte. Herzlich willkommen zu City Vision Aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu City Vision Aktuell. Ich begrüße Sie am Tag der Liebenden. Herzlich willkommen zu City Vision Aktuell. Hallo und herzlich willkommen hier bei City Vision Aktuell. Gibt es jetzt für Sie sozusagen den Endspurt ins Wochenende. Immer wenn Sie diese Kamera sehen, können Sie davon ausgehen, die CityVision Reporter können es mal wieder nicht lassen. News-Redakteurin Stefanie Anders macht heute Aufnahmen vom Training unserer Borussia. Es ist für mich immer schön und für einen Fan natürlich echt klasse, denn ich bin ja nicht nur Videojournalistin hier bei CityVision, sondern auch eben Borussia-Fan und schon cool. Ich bin eigentlich Nachrichtenredakteurin, aber das bin ich eben nicht jeden Tag. Ich mache auch Kultur, ich mache Sport und bin vor der Kamera, hinter der Kamera, also alles Mögliche. Zurück in der Redaktion muss Steffi ihren Bericht schneiden. Das gnadenlose Rennen gegen die Zeit beginnt. Das bin ich, Martin Dittert, auf dem Weg in ein Tonstudio in Rheindahlen. Ein Dreh ist jedes Mal aufs Neue ein kleines Abenteuer. Trotz aller Routine kann ich nie ganz sicher sein, was mich erwartet. Nach einem 2- bis 3-stündigen Dreh kommen bei mir so rund 30 Minuten Filmmaterial zusammen. Der fertige Beitrag ist aber viel kürzer, in den meisten Fällen so um die 3 Minuten. Ein bisschen zur Geschichte von CityVision. Als wir noch kein Fernsehsender waren, wurden auch schon Berichte über Gladbach und die Umgebung gedreht. Diese liefen allerdings nicht in einer täglichen Fernsehsendung, sondern wurden auf einer monatlichen DVD zusammengestellt. Die erste DVD enthielt einen Bericht über den Brand des Zentralbades. Ein eigener Fernsehsender ist natürlich ein toller Traum und wir haben im Jahr 2001 schon erste Pläne gehabt und da ist auch schon der Name CityVision entstanden. Und mit unseren Abspielstätten, die wir in München-Gladbach so nach und nach aufgebaut haben, haben wir quasi die Basis geschaffen für das jetzige CityVision. Die ersten Gespräche mit der Landesrundfunk-Medienanstalt waren 2006. Wir haben dann ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis wir alle notwendigen Genehmigungen zusammen hatten und konnten dann 2008 anfangen, unser CityVision Studio zu bauen, damit wir im Januar 2009 auf Sendung gehen konnten. Bei CityVision werden aber nicht nur tagesaktuelle Beiträge, sondern auch Werbespots und Imagefilme gedreht. Die Kollegen von der Produktion setzen gerade für eine Werbung eine Kleinfamilie in einem Supermarkt in Szene. Ja, also kreativ muss man durchaus sein, um halt alle Szenen planmäßig schneiden, also im Nachhinein schneiden zu können. Ja, der Kunde kommt dann entweder hierhin oder wir schicken ihm das per E-Mail und er sagt uns dann, ob ihm das gefällt oder nicht. Unser Sportredakteur Dennis Bosic macht sich für die Sendung bereit. Der 31-Jährige ist auch privat sehr sportlich und fasst jeden Montag in seiner Sendung Sportkompakt die sportlichen Ereignisse des Wochenendes zusammen. Das muss natürlich dann auch übers Wochenende angefüttert werden mit Material und das kann ich nicht alleine machen. Dafür steht mir dann Gott sei Dank das ganze Team zur Seite, die alle dann am Wochenende ausschwärmen und mir Material zu Eishockeyspielen, natürlich zu der Borussia, den Handballern und den Hockeyclubs hier aus der Gegend für Montag mitbringen. Die News werden täglich produziert. Nachrichtensprecher Michael Hans berichtet über die Neuigkeiten des Tages, die er vorher selbst recherchiert hat. Ich muss mich auf die Kiste stellen, nicht weil ich klein bin, sondern weil dieses Sprecherpult hier etwas zu hoch gebaut ist. Wie es immer so ist, wahrscheinlich in der ganzen Welt, ist es auch in Gladbach so, dass manchmal weniger los ist. Montags ist es immer gerne hektisch, weil die Leute dann viel Zeit hatten, am Wochenende entsprechend aktiv zu sein und vielleicht auch mal Dinge zu machen, die dann in den Nachrichten landen. Es muss schon freundlich und mit Plan zugehen, damit die Kunden kommen. Ganz großes Kino. Beim CityVision Kinotipp stehen bei Redaktionsleiter Stefan Lenzen die neuesten Kinostreifen auf dem Prüfstand. Alias Bruce Willis spielt wieder den Cop, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Währenddessen macht sich CityVision-Reporterin Caro Hendricks auf den Weg ins Tierheim, um dort MG für alle Fälle abzudrehen. Dort muss sie beweglich sein, denn die Tiere stehen nicht immer still vor ihrer Kamera. Ja, meistens sind es Katzen und ansonsten, wenn wir jetzt irgendwie mit Hunden, dann gehen wir meistens nach draußen, was natürlich dann auch bei so einem Wetter Spaß macht. Und wenn man natürlich dann auch noch so einen kleinen Hund dabei hat, dann ist das natürlich immer lustig. Für die Kollegen in der Sendetechnik steht schon die nächste Sendung an. Hier sieht man es mal wieder, Gladbach ist eben doch eine Modemetropole. Beim Modemagazin Limetime nimmt Stefanie Anders modische Tipps und Trends genauer unter die Lupe. Das ein oder andere Mal ist auch ein Gast aus der Modebranche dabei.
Die Backstage-Ecke befindet sich außerhalb vom Studio. Hier auf den Cases durfte ich schon mit vielen großartigen Musikern plaudern. Hilfe, mein Feuerschwanz ist zu groß für mein Becken. Europa, wir sind wieder da. Nun wird's aber langsam Zeit. Stefan Lenzen muss seine Moderationen für die Sendung aufzeichnen. Die Texte dafür hat er vorher selbst verfasst. Also, ich schreibe ja gerade meine Texte und früher, also erste Sendung, ich kann mich noch erinnern, da habe ich morgens um 9 angefangen und abends um 5, da war ich so gerade mal fertig auf dem letzten Drücker. Und jetzt, Himmel, da fange ich im letzten Moment an und das, was ich gar nicht erst schreiben will, das schreibe ich auch gar nicht. Das mache ich dann, wie heißt es so schön, aus dem Lameng. Ne? Jetzt geht's erstmal in die Maske, bevor es ans Moderieren geht, denn auch schöne Menschen müssen noch schöner gemacht werden. Ja, das macht hier unsere Susanna. Am Anfang habe ich es total gehasst, aber inzwischen finde ich das sehr, sehr angenehm. Es ist ein wunderschöner Moment, um sich ein bisschen zu konzentrieren, bevor es gleich losgeht. Der ziemlich beste Freund des Moderators ist der Teleprompter. Das ist sozusagen ein großer Spickzettel, damit Stefan seine Moderation nicht auswendig lernen muss. Hallo und herzlich willkommen zu City Vision aktuell. Das ist der Grund, warum wir Moderatoren ja uns so gut wie nicht versprechen. Denn durch den Teleprompter brauchen wir eigentlich nur alles abzulesen. Machen wir auch nicht immer, manchmal improvisieren wir auch ein bisschen und das macht auch ein bisschen mehr Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier bei City Vision aktuell. Also die größte Panne, die mir jemals passiert ist, da habe ich jemanden für tot erklärt. Ja, und am nächsten Tag, da gehe ich ans Telefon, da bekomme ich einen Anruf. Da musste ich feststellen, wir hatten jemanden für tot erklärt. Das war sein. Der war noch quicklebendig und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann sage ich: Hallo, schön, dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's noch gut. 52.000 Haushalte schauen unsere Sendung täglich. Ein Grund für uns als Team, auch weiterhin für ein vielseitiges Programm zu sorgen.